ist, wenn ich hier rechts den Brückenbaustein, den Explosionsstein hinsetze, dann fällt der hier nicht um. Dann habe ich den, um den Überschlagsstein unten aufzuhalten. Jetzt muss ich nur gucken. Obwohl, das könnte theoretisch sogar gehen. Jetzt mal kommst du mit hoch. Dann kommt der Brückenbaustein von hier nach da. Ich glaube fast sogar, dass das richtig ist, so wie ich es jetzt mir vorgenommen habe. Aber was mache ich dann mit dem normalen Stein? Ja, obwohl, den kann ich ja oben hinstellen und dann stoßen. Ja, könnte sogar stimmen. Also kommst du mit. Vielleicht stimmt das ja. So, umgestellt und angestoßen. Schnell runter, gedüst. Und so abhetzen muss ich mich jetzt nicht mal. Aber den Stein habe ich ja dann einfach hier. So. Ich glaube fast, dass das jetzt sogar so stimmt. Schaut jedenfalls gut aus. Yes! Sauber! Raus hier! Okay, Level 80 und dann ist Schluss und ich bin schon bei 48 Minuten. Eieieiei. Okay. Ich muss da oben sozusagen mit dem Aufsteiger anstoßen, sprich... Obwohl, nee, das kann ich sogar so lassen. Was ist mit dem Überschlagsstein? Hier, mit dem zweiten. Ich glaube, ich muss da anstoßen, dann muss ich den Überschlagsstein, der hier noch steht, musste ich irgendwo anders stellen. Also ich durfte nicht runterspringen. Aber ich musste relativ weit hin anstoßen. Moment. Stoß an, dann geht der Aufsteiger hoch, dann sind die weg, dann geht er zurück. Schieß den Zuhörer an, der Überschlagsstein auf der Ebene unter mir. Dann nach links. Dann müsste ich, glaube ich, den Aufsteiger, der da unten steht, umrollen und den anderen Überschlagsstein, den ich hier habe, muss ich mitnehmen. Und dann da unten irgendwie sitzen. Ich glaube, ich musste den Explosionsstein da auch irgendwie... Ach, es ist echt schlimm, dass ich mich einen Tag später nicht mehr daran erinnere, wie ich dieses Rätsel gelöst habe. Das ist irgendwie kein gutes Zeichen, glaube ich. Das muss ganz anders gehen. Ich stoße jetzt mal einfach an. Nehme den was weiß ich. So. Nix.
Expansionsstart von der Unterhalbregion nach oben. Also auf jeden Fall muss der Aufsteiger da unten, eins weiter nach links. Das ist eigentlich klar. Und dann muss ich wahrscheinlich den einen Verzögerer und den Explosionsstern austauschen. Ja, ist gut. Ach, egal, ich nehme so gut. Nein! So. Das ist wieder nichts Besonderes, das ergibt irgendwie keinen Sinn. Ich habe eine Idee. Wow, ich habe eine Idee, toll. Und dann so. Der kommt jetzt einfach nach hier. Einfach nur, dass es so ist. Du kommst nach da. Das war nichts. Und das reicht dann auch wieder zeitlich. Sich eben so ein Verzögerer mitnehmen. Ich weiß gerade selber nicht so recht, was ich tue. Ihr seid nicht die Einzigen, die hier nicht blicken, was geschieht. Ich probiere einfach ein bisschen rum. So, du kommst jetzt auch da. Da. Es wird nicht klappen, weil die da oben zu lange brauchen mit dem Verzögerer. Was soll die Kacke? Was mache ich mit dem Verzögerer? Ich bin mir relativ sicher, dass ich da unten, also ich gehe jetzt einfach mal hin und zeige euch, was ich denke, was ich machen muss, nämlich, dass ich den Explosionsstein hier hinsetzen muss. Dann muss ich da den ganzen Schmarrn verzögern. Das ist aber der Explosionsstand, ne? Genau. Aber wie stoße ich da jetzt an? Weil in der Zeit schaffe ich das nicht, da Sachen hochzubauen, denke ich. Könnte es vielleicht sogar klappen, wenn ich jetzt anstoße. Ich nehme jetzt mal einen Stein hier mit. So. Nee, das reicht nicht.
es doof, dass die hier oben zu zweit stehen. Ich müsste im Prinzip anstoßen und da unten den. Nee, den Aufsteller weggraben schnell. Das geht auch nicht. Ich denke halt, dass das da unten mit dem, also dass ich den Explosionsstein hier hinräume, das ist schon mal nicht so doof. Und dann stoße ich mit dem Aufsteiger, der hier unten drunter ist, diese Reihe hier oben an. Der Überschlagstein unten wird aufgehalten durch den einen Stein, der hier oben noch steht und dann runterfällt, wird der Schlussstein umgeworfen. Aber ich habe nicht genügend Zeit, um das alles zu machen, wenn ich da oben einmal angestoßen habe. Und das ist kacke. Und ich kann auch nicht einfach so anstoßen, weil. Also ich kann nicht direkt hier anstoßen, weil dann zerbröseln die. So, steh mal da. Ich kann auch nicht einen Überschlagsstein da oben stehen lassen, weil der wird dann nicht mehr angestoßen. Also um Zeit zu sparen, einen stehen lassen und direkt runtergehen. Und dann steht er halt da oben bis zum St. Nimmerleinstag. Jetzt nicht sonderlich spannend für euch, ich weiß. Für mich ist es eigentlich nur blöd gerade. Ich muss auf jeden Fall so anstoßen eigentlich. Muss ich dann vielleicht einen Überschlagsstein nehmen? Ist auch doof. Ach, keine Ahnung, ich höre jetzt erstmal auf. Wir sehen uns dann bei der nächsten Aufnahme. Ist jetzt eh wieder eine Stunde etwa. Also macht's gut. Bis zum nächsten Mal und vielleicht habe ich es dann herausgefunden. Ja. Macht's gut. Euer Castorfina.